beautiful day. I can't stop myself from smiling. Yo, Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Das ist sick. Liebe Freunde, heute mal wieder zurück mit den Insta News International. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es nämlich um Charli D'Amelio und Dixie D'Amelio. Warte, ich muss jetzt mal herausfinden, wie man die ausspricht richtig. How to say... Gesichtsgymnastik? Wahrscheinlich Gesichtsgymnastik, oder? Beauty on the TikTok platform, even though she's only 15 years old. How do you go about pronouncing her name? Charli D'Amelio. D'Amelio. Charli D'Amelio. Okay, heute geht es um Charli und Dixie D'Amelio. Wow, ich fühle mich gerade wie ein Profi. Gesichtsgymnastik? Und um zwei, drei Sachen, die denen passiert sind. Darauf gehen wir direkt ein nach der Mini-Werbung. Mini-Werbung. Durchschnittlich 58,3% der Leute, die meine Videos sehen, haben kein Abo dagelassen. Ich will ein Experiment machen und gucken, ob sich die Zahl ändert. Also abonniert alle und aktiviert dazu die Glocke, damit wir diese Prozentzahl runterkriegen. Mini-Werbung Ende. Liebe Freunde, womit fangen wir an? Sollen wir damit anfangen, dass Charli D'Amelio sich mit Chase getrennt hat? Das habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen. Ich rutsche mal hier ein bisschen zur Seite. Dann können wir das hier einblenden. Hier seht ihr die Instagram-Stories von den beiden, wo die ja, gesagt haben, yo, es ist vorbei, schön und gut, war eine tolle Zeit, mashallah, bla bla bla. Wenn ihr mich fragt, Leute, ich glaube, der hat das Mädchen ordentlich ausgenutzt. So ein fast erwachsener Mann bei so einem jungen Mädchen, die gerade einfach den heftigsten TikTok-Hype hat auf dieser ganzen Welt. Ich will ihm nichts unterstellen, gell? Ich halte mich raus. Aber falls ich irgendwie Entscheidung treffe mich, gell, dann würde ich sagen, der hat sie komplett hops genommen, komplett verarscht, von vorne bis hinten, von da nach da, liebe Freunde. Oh nein. Naja, auf jeden Fall haben die sich getrennt und gar nicht so eine lange Zeit später haben Charli und Dixie offiziell das Hype-Haus verlassen. Ja, das haben sie offiziell durch ihre Pressereporterin bestätigen lassen und da fragt man sich so, warum? Ne? Sah doch alles cool aus, sah alles schick aus. Für alle, die nicht wissen, was das Hype-Haus ist, das ist eine riesengroße Villa, die wurde von 3 TikTok-Menschen angemietet und da dürfen sich einige Influencer aufhalten, die sich halt gegenseitig in den Himmel pushen. Ja, so kann man das sagen. Die Zahlen von den Leuten, die da drin sind, sind absurd groß. Ja, wir haben alle ein paar Millionen Follower auf TikTok und auch auf Instagram. Auf jeden Fall ist das so ein Content-Haus, in dem die alle wohnen und Spaß haben. Dies, das, Ananas. Insta-News. Und wenn wir uns jetzt die erste Pressemitteilung von der Pressereporterin geben, ich lese sie euch mal kurz auf Englisch vor. The Hype House started as a place for TikTok creators to socialize and create content. Charli and Dixie created content with their friends at the house when they were visiting LA from Connecticut. Keine Ahnung, was es ist, Alter. Was soll das sein? Connecticut, ey. Sehe ich aus wie ein Englischprofi oder was? Gesichtsgymnastik? Warum habt ihr gerade versucht, meinem Gesicht rauszuerkennen, ob ich ein Englischprofi bin? Ihr kleinschlingelt ihr. Das Hype-Haus hat angefangen, um Creator sozial zu verbinden und ihre TikTok-Reichweiten zu pushen und Content zu kreieren. Das ist das Zusammengefasste aus dem Text. Dazu hat die Pressesprecherin gesagt, dass sich aber an sich nicht viel ändern wird. Die Business-Hälfte von dem Ganzen ist getrennt, aber trotzdem sind Charli und Dixie immer noch mit den Mitgliedern des Hype-Hauses gut befreundet. Nur, dass halt das Business nicht mehr über das Hype-Haus läuft. Wo ich euch kurz als kleinen Geheimtipp sagen kann, da geht es nicht nur um ein paar hundert Euro bei denen um eine Kooperation, da geht es wirklich schon um ein paar 10, 20, 30, 40, 50 oder 100.000 Euro. Also schon um einen dicken Batzen Geld, Leute. Und um die Frage abzuschließen, warum sie das Hype-Haus verlassen haben, kurz auf Englisch für alle englische Freunde unter uns. Gesichtsgymnastik? When the Hype House started to become more and more of a business, Charli and Dixie stepped away from that aspect. Also, das Hype House ist immer mehr zu einem Business-Ding geworden und Charli und Dixie haben sich dann immer weiter davon entfernt. Wo ich euch aber auch kurz meine Meinung mitgeben kann, liebe Freunde, weil ich weiß, dass die viele von euch interessiert. Ja, natürlich. Meiner Meinung nach ist das Ganze sowieso dort
gar nicht so entspannt, wie es aussieht. Ich gehe sehr davon aus, dass Thomas, also die Gründer des Hypehauses und so weiter, dass sie damit einen ordentlichen dicken Batzen Geld verdienen, auch wenn jetzt zum Beispiel ihren Leuten Merch anziehen und was weiß ich und der Merch wird verkauft und was weiß ich alles. Da bleibt ordentlich was hängen und wenn du als Familienvater von Charlie und Dixie jetzt zum Beispiel zwei Kinder hast, die mit die interessantesten Persönlichkeiten auf ganz TikTok sind, weltweit, dann machst du dir schon Gedanken, ob du deine Kindern in irgendein Haus steckst, wo ein 20-Jähriger das Ganze leitet und den Überblick über Finanzen, Kohle und so weiter hat. Oder ob du die da lieber wieder rausnimmst und sagst, hey, wir suchen euch einen anständigen Manager oder hey, wir machen das Management untereinander, aber ne, da war dann so, ja, vielleicht sollten, ich gehe, also meiner Meinung nach, liebe Freunde, bin ich mir relativ sicher, dass auch die Eltern D'Amelio gesagt haben, yo, lass da raus. Viele spekulieren aber auch, dass es mit der Trennung von Charlie und Chase zu tun hat. Da seht ihr die beiden noch zusammen. Jetzt seht ihr sie getrennt voneinander. Ja, war witzig, ich weiß. Gesichtsgymnastik? Viele sagen, ja, irgendwie ist das relativ logisch oder kann auch relativ gut mit reinspielen, dass Charlie einfach den Abstand sucht zu ihm, weil... Naja, wenn man mal zusammen war und es hat nicht geklappt, dann läuft meistens nicht alles danach so cool ab, wie es sein sollte. Oh nein. Und deshalb spekulieren viele, auch die Presse in Amerika, dass Charlie aus dem Hypehaus ausgetreten ist wegen Chase und ja, Dixie logischerweise als Schwester da mitzieht auf Ehrenbruderbasis. Ja, Mann. Wo ich aber ehrlich sagen muss, Leute, irgendwie fühle ich bei Dixie dieses Ehrenbruder-Basis-Ding gar nicht. Denn neulich hat Charlie aus Versehen ihren Instagram-Account gelöscht. Wie man dazu auch kommt, das weiß ich jetzt auch nicht genau, aber sie hat es auf jeden Fall getan. Und daraufhin hat Dixie das in ihre Story gepostet. She's not hacked, just accidentally deleted her account. Also sie hat aus Versehen ihren Account gelöscht. Und ganz unten, klein in der Ecke, steht Idiot. Einfach so rausgehauen. Ne? Da denkt man sich jetzt so, okay, ja, als eine Schwester kann man das schon mal sagen, dass der Bruder, die Schwester, wie auch immer, ein Idiot ist. Aber danach kamen so richtig nasty Bilder in ihrer Story, wo sie dann sowas hier zum Beispiel, da könnt ihr drauf erkennen, dass eine Fanpage ein Edit gemacht hat, wo sie halt eingefügt hat, wie viele Abonnenten die ganzen Leute aktuell haben auf Instagram. Und dann hat Dixie geschrieben, just had to update it. Also ich musste das jetzt nochmal kurz updaten, weil sie hat jetzt ihren Account gelöscht. Deshalb 0 Follower, wisst ihr, wie ich meine? Und hat dann bei ihrer Schwester eine 0 hingemacht, damit sie sozusagen mit einer der größten auf Instagram mit Followern ist. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Also sie hat damit so richtig sich so schadenfroh drüber gefreut. Was ich irgendwie richtig ehrenlos finde, Leute. Wie kann man nur so eine böse Schwester zu seiner Schwester sein, liebe Freunde? Naja, und danach hat sie nochmal ein Bild gepostet. 10 Millionen, 0. Keine Ahnung, Leute, wer das meine Schwester, gell? Ein Schelle. So. Boom. Links, rechts. Und du legst. Autsch. Spaß. Ich möchte euch hiermit nicht auffordern, euren Geschwistern eins auf die Rübe zu hauen. Außer sie haben es verdient. Dann machen wir nochmal ein Auge zu. Spaß, Leute. Naja, liebe Freunde, irgendwie ganz viele weirde Themen auf einmal. Also, ich weiß nicht, dieser Austritt aus dem Hypehaus finde ich irgendwie verständlich. Dann das mit dem Account löschen und so dieses Ekelhafte von der Schwester, ob das jetzt irgendwie nur so ein Prank war oder ob das ernst gemeint war, keine Ahnung. Und was wir als letztes festhalten können, liebe Freunde, ist eigentlich eine coole Nachricht, denn bei einem Interview mit der D'Amelio-Familie hat die komplette Familie gesagt, dass sie darüber nachdenken, eine Reality-Show zu starten. Und das, der Gedanke ist eigentlich ganz cool. Wenn man jetzt so, keine Ahnung, viele von euch kennen vielleicht so Keeping Up with the Kardashians oder wie auch immer. Wenn man das jetzt überlegt von so einer Familie mit so zwei Mädels, die TikTok-famous sind und wie der Alltag so abläuft und so weiter, finde ich die Idee eigentlich ganz cool. Ihr seid jetzt auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. Ich habe euch alles gesagt, was ich sage, hätte kenne, gell? Mehr hätte ich jetzt hier gar nicht groß beitragen kenne. Also, da machen wir jetzt bitte bloß nicht so direkt riesen Anschuldigungen. Ich habe mir Mühe gegeben, hier alles bestmöglich für euch zusammenzufassen, gell? Paragraph 97 Absatz 3. Wenn euch die Videos von Sedotalk und die Produktion, die witzige Art und der Humor gefallen, dann hinterlassen Sie bitte einen Daumen nach oben.
ein Abonnement und aktivieren Sie das Glöckchen. Warum schreiben die Glöckchen? Aktivieren Sie die Glocke. Neben dem Abonnement-Button, falls Sie es nicht finden, wird Ihnen der dementsprechende YouTuber jetzt noch erklären, wo sich das befindet. Auf jeden Fall ist die Glocke direkt neben dem Abo-Button da unten, der rote Button. Abonnieren ist kostenlos und daneben könnt ihr die Glocke aktivieren. Dann seid ihr Glocke aktiv und übermotiviert, wenn ihr nächstes Mal einschaltet. Denn ihr kriegt dann so eine kleine Nachricht von YouTube, so, yo, Seto hat ein Video hochgeladen, checkt ein, weil... Supportet, ihr kleinen Perthos. Okay, liebe Freunde, ich bedanke mich für euren Support, für den Daumen, für die Kommentare, falls Kommentare aktiviert sind, ich weiß es nicht, ich hoffe schon. Und ansonsten würde ich sagen, ich küsse eure Herzen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, danke für euren Support. Vergesst nicht, auch ab und zu mal auf Instagram vorbeizuschauen, dort ein Herzchen dazulassen oder zwei oder drei. Leute, haut rein! Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Ja, der Pegel. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze.